Ein Gesetzentwurf zur Stärkung des kommunalen Ehrenamts. Wir wollen Familie und Ehrenamt einfacher zusammenbringen, Beruf und Ehrenamt vereinfachen und auch ein Stück weit an Lebenswirklichkeiten und Lebensrealitäten die Gemeindeordnung und weitere Rechtsvorschriften anpassen. Was sind die drei wesentlichen Ziele dieses Gesetzentwurfs? Erstens, wir wollen, dass die Kosten für die Kinderbetreuung und für die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen, die anfallen während meiner Sitzung ist, dass diese Kosten übernommen werden. Das ist familienfreundlich und aus unserer Sicht vernünftig. Wir wollen zweitens, dass alle einen, die gewählt sind in ein Amt, dieses Amt auch annehmen können, bei der Sitzung teilnehmen können und einen Anspruch auf Freistellung haben. Wer gewählt ist, der muss auch an der Sitzung teilnehmen können. Das ist unser Ziel. Und drittens, wir wollen eine Vertretungsregelung schaffen, die es ermöglicht, auch wenn man längerfristig einmal ausfällt, nicht da ist, warum auch immer, dass man trotzdem vertreten ist, dass man nicht gleich zurücktreten muss und sein Mandat zurückgeben muss, sondern dass man hier eine vernünftige, zeitgemäße Vertretungsregelung hat. Das sind die drei wesentlichen Kernpunkte, mit denen wir das kommunale Ehrenamt stärken möchten. Die Kommunalpolitik in Bayern hat die Unterstützung des Freistaats verdient. Sie hat es verdient, geschützt zu werden, wenn wieder Bedrohungen, Verunglimpfungen und Sonstiges auf sie hereinprasseln. Und sie haben die bestmöglichen Rahmenbedingungen verdient, um ihr kommunales Ehrenamt auch ausüben zu können.